Moment, der Weg war jetzt hier und dann die Treppe wieder. Wow! Wow, wow, wow! Heilige Mutter Teresa Josef! Hast du mich erschreckt, Kollege? Du bist doch nicht der Einzige, oder? Oh, lauf, 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 Indy. Das ist mir zu gefährlich. Entweder die Herren kommen hinterher oder du nimmst jetzt erstmal ein Heal-Pack. Heieieieiei. Na? Kommen sie nach oder? Ey, ich hätte wissen müssen. Das Spiel ist doch nicht so gnädig und platziert den Russen nur an einer Stelle, wo ich gerade am Stehen bin. Sowjet, entschuldigt. Irgendwann lernt... Das nenne ich KI-Fehler. Mal gucken, was passiert, wenn ich ein... Er sieht mich noch nicht ganz durch die Wand, weil sonst könnte ich nämlich auch auf ihn zielen. Er hat mich aber schon im Blick. Und wo ist Nummer 2? Da drüben war ein Zweiter. Der ist garantiert nicht tot. Hier ist er nicht. Da ist er. Los, bleib stehen. Ich will dich erschießen. Kennst du Erschießen? Das kann ich nämlich am besten. Sowjets erschießen können Anachrons am besten. Vor allem, wenn sie davon Munition kriegen. Und da ist das Gewehr, was ich eben hätte haben wollen. Wie viel Schuss für mein Gewehr habe ich jetzt eigentlich? Weil wie man sieht, manchmal ist die Waffe extrem nützlich mit ihrer Reichweite. Moment, hier waren die Waffen. Gewehr habe ich... Oh, 16 Schuss. Ja, das reicht erstmal. Jetzt nehmen wir noch die Patronen von dem Kerl hier mit, der inzwischen despawned ist. Das sind die magischen Sowjetleichen, die verschwinden einfach, wenn man ein paar Sekunden lang nicht hinguckt. Deswegen haben die Sowjets damals auch absolut keine Probleme mit Begräbnissen gehabt. Die gab es nämlich damals noch gar nicht! Fuck you! Versteck dich doch nicht, du Penner! Hör auf, Uhr! Hör auf zu pepen, du scheiß Uhr! Jetzt kommt hier alles zusammen, ey! Boah, meine Fresse, das habe ich nicht erwartet. Ey, die erschrecken mich immer so blöde. Ich will hier weg. Ich will jetzt einfach nur hier weg. Wo ging der beste Weg nochmal hoch? Wenn ich da hochkletter, muss ich wieder so eine komische Kletterpartie mitmachen, obwohl... Na, ich muss da eigentlich hoch. Das ist der beste Weg. Und weh, jetzt kommt nochmal so einer um die Ecke und hält mir die Knarre mitten zwischen die Augen. Das mag ich gar nicht. Bei einigen Gelegenheiten mag ich es. So im Theater, wenn es gespielt ist oder... Wenn es ein Finger von jemandem ist, der so einen auf Pistolen-Sheriff macht, aber nicht, wenn er mir eine 9mm vor die Fresse hält. Bin ich kein Fan von. Ich hoffe, die Pflanze ist jetzt wirklich ausgewachsen, weil eigentlich hätte ich erwartet, dass da eine Blume rauskommt. Also nicht nur eine Knospe, sondern dass sie wirklich aufblüht. Das wäre ja der größte Teil eines Schatzes in dem Sinne. Ich wusste es, ich hab's gewusst. Ich hab dich erwischt. Hast du noch einen Kollegen? Nee, aber noch mehr Gewehrmunition. Nehme ich sehr gerne an. Ich sag nichts mehr, ey. Immer diese blöde Steuerung, wenn ich auf eine Leiter zulaufe. Das hatte Lara Croft Indy im Vorteil. Lara konnte sich also ziemlich an jeder Kante festhängen, die sie gesehen hat. Keine Sowjets? Das erstaunt mich aber. Ich glaube das irgendwie nicht. Also wenn bei der alten Frau noch ein Sowjet steht, dann wäre es irgendwie albern. Aber hier auf der Brücke hätte ich noch einen erwartet. Hasta la vis, wo seid ihr? Offenbar nicht da. Na gut. Hallo alte Frau. Ich will mal wieder speichern, nachdem ich so viel erlebt habe. LP04. So, da bin ich wieder. Was geht, Alter? Du schon wieder. Hast du den Schatz? Mehr konnte ich leider nicht tun. Ich hoffe, Sie sind nicht enttäuscht. Noch nicht. Ja, die heilsamen Hände einer alten Frau blinken so ein Teil natürlich zu. Okay. Ah, oh, dein Geschenk ist wunderbar. Jetzt? Hast du noch so eine Blume für Indy übrig? Ich meine, er könnte es vielleicht gebrauchen. Was passiert jetzt? Ja, klar! Ja, klar! Aber sonst geht's dir doch gut. Ich will so eine Blume haben. Dies ist der Weg zum babylonischen Fluch. Komm zurück, wenn du die heilige Stätte gereinigt hast. Und hüte dich vor dem Eis. Ich will auch so eine Blume. Gib das her. Meine. Ich hämmer die Taste durch. Ich will die haben.
Damit kann ich doch jedem verficken. Wenn ich damit eine Spinne begegne, Alter, Rums, die fliegt einmal quer durch die Landschaft. Hast du noch irgendwas zu sagen? Hüte dich vor dem Eis. Okay. Da ist schon Eis. Okay, ich hüte mich. Eis, du und ich. Ein Todeskampf. Ich fordere dich zum Duell. Zieh deine Karten. Ich wette, du hast ein Eisdeck. Dann nehme ich ein Exodia OTK, würde ich sagen. Obwohl FTK wäre praktischer. Ja, das gefällt mir gar nicht. Moment. Ich habe keine Ahnung, was jetzt kommt. Zumindest hoffe ich, dass ich keine Ahnung habe. Wenn sie sagt, wir sollen uns vor dem Eis hüten, dann sind das wahrscheinlich wieder diese Viecher, diese kleinen. Würde mich zumindest nicht wundern. Na, was kommt jetzt? Was haben wir denn hier? What the fuck? Oh, scheiße. Oh, scheiße! Das Vieh... What? Fuck! Oh. Was haben wir denn hier? Kräuter. Her damit. Heilkräuter. What the fuck is wrong with you, bitch? Ja, ich seh dich. Oh, oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein fucking Gott. Okay, kann ich dich irgendwie abknallen? Moment. Wo ist mein Revolver? Ah, hier. Ich wollte gerade sagen. Irgendwas stimmt gerade nicht mit der... Wo gehst du hin? Ey, ich rede mit dir. Na egal. Dann gehen wir halt weiter. Irgendwie muss ich ja was machen. Und dieses Vieh, wenn es da hochklettert, ist garantiert nicht so ein Vieh von wegen, oh, das besiegen wir mal ganz kurz so im Stehgreif. Das ist garantiert wieder irgend so ein Rätsel. Muss ich mich halt umsehen. Ja, weil es ist einfach nur... Oh, fuck! Und da steht der Pfund da! Das Vieh ist da oben! Ah! Lauf, Indy! Was für eine Scheiße geht denn hier ab? Das Vieh... Okay, es macht nicht allzu viel Schaden, aber es schießt immer noch. Lauf. Wow. Okay. Spring. Spring nicht daneben. Gott im Himmel. Was ist das hier? Nein. Nein. Ich kann das Tier nicht bewegen. Nein. Lauf. Lauf, alter Mann. Fuck, was soll denn die Scheiße? Jetzt bin ich wieder hier. Toll. Diese Zone ist ziemlich klein, aber... Wow, da ist das Vieh schon wieder. Aber dieses mistige Eisvieh schießt mit Eiszapfen auf mich. Und das macht gar nicht mal so wenig Schaden. Fuck. Na toll, Moment. Ich kann ja gar nicht mehr hoch, weil das Ding weggebrochen ist, oder? Obwohl, hier diese Kisten. Vielleicht geht das ja noch. Nee, halt. Ich muss... Oh, scheiße. Jetzt ist das Vieh schon wieder da. Aber es... Ja, ich nehme mal kurz einen... Obwohl, ich kann hier noch rüber? Ein Streifschuss macht nicht so viel Schaden. Ein voller Treffer macht sehr viel Schaden. Moment. Aber hier muss doch... Moment. Ich muss erstmal in eine andere Richtung, weil ich laufe gerade denselben Weg nochmal und das bringt ja gar nichts. Vier Verbandskästen. Na, ich nehme Heilkraut. Ich will mich nur ein bisschen heilen. Moment. Wie schnell ist das Biest, bitte? Das hat das Teleportation, oder was? Ich will hier weg. Ich will hier einfach nur weg. Und warum ist Indy gerade hier im Boden festgesteckt? Das sah komisch aus. Hier ist nichts. Ich muss mal hier lang gehen. So. Hier rechts in den blauen Raum. Weil da war dieser komische Fels, den ich nicht bewegen konnte. Und... Oh, noch ein Heilkraut. Sehr geil. Aha. Heilkräuter. Und... Ja, es ist schon wieder da. Also, das ist übelst nervig, ey. Was muss ich hier tun? Ah, okay, Moment. Hier ist dieser komische Stein. Der blockiert meinen Weg. Und hier runter geht's garantiert nicht weit. Ah, ich hab ne Idee. Moment, das ziehen wir mal in diese Richtung. Weil dann kann ich, wenn ich durch dieses Loch da hüpfe, theoretisch den Weg lang gehen. Okay. Okay, ich dachte schon, ich krieg hier falsch an. Nein, Indy, lauf schneller. Lauf schneller.
Bei Grün müssen wir anfangen, oder? Nein, nicht bei Grün. Bei Rot. Verdammt, ich muss niesen. Und ich kann meine Tasten nicht loslassen beim Laufen. Verdammte Scheiße. Indy, gib Gas. Ich will nicht meine ganzen Heil-Items an solchen blöden Eiszapfen verschwenden. Da ist es schon wieder, ey. Mann. Kollege, du bist einfach nur nervig. Du siehst zwar richtig groß und fies aus, aber eigentlich hast du gar nichts drauf. Weißt du das? Gar nichts hast du drauf. Moment, jetzt muss ich das hier... Erstmal wird gespeichert, weil ich muss diesen Sprung jetzt beim Schlittern schaffen. LP04. Das kenne ich noch aus einer Szene bei meinen Eltern. Ja. Das passiert nämlich später in einem der Ruinenlevels. Da muss man versuchen, im richtigen Moment abzuspringen. Das ist übelst nervig. Also jetzt können wir hier durch. Jetzt kann ich hier durch. So, wo geht das hier hin? Wo komme ich jetzt hier an? Einmal über die Brücke. Wieder bei Grün rein. Und, okay, es geht hoch. Okay, okay. Ja, ich bin nicht mehr da. Pech gehabt, kleines Mistvieh. Put, 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 put. Du kommst mir... Du bist über mir! Fick dich! Das gibt's doch nicht, ey. Das gibt es einfach nicht. Hat das Ding hier nie... Oh, Peitsche. Hat das Ding hier nie ein Ende? Das Vieh ist hinter mir, natürlich. Zum Glück schlägt's nicht zu. Wenn das Vieh in Nahkampf jetzt gehen würde, es hätte mich sowas am Arsch. Ich will hier rein. Irgendwas ist hier. Ich will hier einfach nur noch rein. Ja, Sesam. Dankeschön. Uiuiuiui. Was ist das denn hier? Das sieht aus wie so eine Art Labor. Und das Ding da leuchtet. Moment. Wenn wir eins daraus gelernt haben, wenn irgendwas leuchtet, speichern. Das letzte Mal, als irgendwas geleuchtet hat, war es ein riesiges Eisvieh. Was ist das? Teil der teuflischen Maschine. Das müsste eigentlich... Das ist ein bisschen blöd übersetzt, weil auf Englisch heißt das Spiel ja Indiana Jones and the Infernal Machine, also die infernale Maschine oder die teuflische Maschine. Deswegen macht der Satz wesentlich mehr Sinn, wenn Indy sagt, es ist ein Teil der Maschine. Bis jetzt haben wir ja nur von Professor Fetowski gehört, dass es eine Maschine gibt, mit der irgendwie Marduk am Rumwuseln war. Hier drin gibt's leider keine Heil-Items. Scheiße. Ich will mehr Heilkräuter, die lange überall so schön verstreut. Na gut, was bringt denn dieses coole Teil? Ist das eine Waffe? Es leuchtet. Es klappt sich auf und macht... Und ich glaube, es hat mir gerade Schaden gemacht. What? Moment, das will ich mal testen. Ja, es macht mir Schaden. Okay, das heißt... Wenn das Teil unten rechts nicht voll aufgeladen ist, dann zehrt es statt an dem Balken unten rechts, also statt dieser Ladekraft oder was das darstellen soll, zehrt es an meiner Lebensenergie. Okay. Ich tippe mal, das ist die einzige Waffe gegen dieses Mistvieh. Deswegen speichern und, ja, mal gucken, ob ich es überlebe, wenn ich mich dem Vieh im Nahkampf stelle. Ich habe die Befürchtung, dass es nicht der Fall sein wird. So. Wo bist du? Eis am Stiel, komm raus! Na komm! Wo bist du? Da bist du! Hallo Eis am Stiel, wie geht's dir? Nein, du sollst runterkommen! Komm, wir kämpfen! Fair and square! Ja, so ist brav, Kleiner! Hier in der Ecke! Wo bist du? Wo bist du? Nein, ich trau dir nicht! Ich trau dir nicht! Das Vieh ist das. Es sollte gerade runterkrabbeln, aber es hat's nicht getan! Ah, da ist er! Hi! Oh, okay. Hier. Ah, es bringt was. Es bringt was. Aber ich bin scheißen angeschlagen. Heil-Item. Sofort ein Heil-Item. Vollpower. Und der nächste Schlag. Ja, das magst du gar nicht, Lissy, ne? Komm her, nochmal. Sippidi-Duda. Ah, das kommt davon. Oh, okay, und das Ding ist zerrissen. Dann wird das wohl der Ausgang sein, tippe ich mal. Weil ansonsten habe ich keine Ahnung, wo ich lang müsste. Wo war das? Ah, da. Ja, das kommt davon, Bitch, wenn du versuchst, mich von hinten immer zu attackieren mit deinem blöden Eisgeschoss, ne? Wenn du mich in den Arsch ficken willst, dann fick ich zurück.
Nein, streich das bitte. Okay, versuchen wir es doch mal. Geschafft. Kabam, Junge! Geil! Ja, speichern direkt. Das muss gefeiert werden mit einem Save-Punkt. So, jetzt hoffe ich mal, dass das Level nicht direkt zu Ende ist, weil ich muss ja noch Screenshots machen für euch, damit ihr seht, ob ich neue Items kaufe und so weiter. Also mal gucken, was jetzt kommt. Ach, die alte Junge. Hi. Bin wieder da. Hier. Ich glaube, das gehört Ihnen. Nein, nimm es weg. Was soll das überhaupt sein? Ich weiß es nicht. Ein Relikt. Du hast einen Teil von etwas Grauenvollem gefunden. Bist du bereit, deinen Weg fortzusetzen? Ja, es muss noch mehr von diesen Dinger geben. Obgleich Urgon mit uns in Shambhala blieb, reiste sein Begleiter Taklit weiter zum östlichen Ozean. Dort nutzte er den Wissensdurst eines Volkes zu seinem Vorteil aus. Meinen Sie den Pazifik? Das ist nicht gerade ein kleines Gebiet. Suche nach einer tropischen Insel unter vielen anderen, auf der die Menschen schon seit ewigen Zeiten leben. Ich glaube, sie wird Palawan genannt. Folge diesem Pfad. Oh, wie schön. Nach der ganzen Schneescheiße, super tolles Tal. Moment, wir sind mitten im Gebirge. Wie kommt hier ein Tal hin? Kannst du zaubern oder was ist mit dir los, Alte? Vergiss die letzte Frage. Screenshot nochmal. Glückwunsch, Kapitel beendet mit 8 Schätzen, 460 Wert, 1520 Wert aller Schätze. Das ist doch richtig nice, würde ich mal sagen. Und mit diesem Bild verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Indiana Jones und der Turm von Babel. Wenn ich, ja, mal gucken, welche anderen riesigen Viecher mich töten wollen. Ich bin gespannt. Yay! Tschüss!